Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Review bei Gamers Gear und heute habe ich mal was ganz Besonderes hier, nämlich die neue Lightweight Maus von Rocket, die Rocket Burst Pro. Und wenn ich hier mal so die Key Features durchlese, 68 Gramm, 100 Millionen Klicks, 16,8 Millionen Farben, 16.000 DPI, dann bin ich wirklich mal gespannt, was die so drauf hat. Viel Spaß mit dem Review. Im Lieferumfang der Rocket Burst Pro haben wir natürlich neben der Gaming-Maus nochmal extra Glider, falls euch die Glider hier an der Maus dann ja zu abgenutzt sind und nicht mehr richtig gliden. Und dann nochmal ein Quick Installation Guide, also den Papierkram, den sich eh keiner durchlässt. Und das war's. Schauen wir uns mal das Design und die Verarbeitung an. Wir haben hier eine schwarze Maus im klassischen Rocket Design. Was meine ich damit? Also die Rocket Burst Pro sieht ja von oben so ähnlich aus wie die Rocket Cane. Wir haben hier separate Links- und Rechtsklicks. Der DPI-Knopf ist identisch und natürlich auch das Mausrad. Wir haben hier, wie wir sehen können, zwei RGB-Zonen. Einmal hier hinten am Rücken und dann nochmal am Mausrad. Das scheint so schön durch, weil die Oberfläche relativ dünn ist und so kriegt man hier auch das Wabenmuster zu sehen. Und wenn man die Fantasie so ein bisschen anstrengt, dann sieht es hier hinten aus, als wäre es irgendwie ein Insekt, eine Fliege oder ein Schmetterling. Also wenn man da so seine Fantasie ein bisschen anstrengt, da kann man das auf jeden Fall sehen. Das Ganze zieht sich natürlich bis unten an die Maus. Und wenn wir sehen, hier durch diese Glider scheint so ein bisschen ein trauriger Smiley durch mit der RGB-Zone und ich weiß nicht, warum man hier einen traurigen Smiley hingesetzt hat, aber lasst mal ein Like und ein Abo auf dem Video da, damit hier der Smiley wieder schön lächeln kann und die Maus zufrieden ist. Das Wabenmuster hat auch zur Folge, dass die Maus nur 68 Gramm schwer ist und das ist verdammt leicht, ist so im Mittelsegment der Lightweight-Mäuse, also nicht zu leicht und nicht zu schwer. Durch die Abdeckung hier über dem Wabenmuster ist natürlich auch der Vorteil, dass hier kein Staub und kein Schmutz mit reinkommt. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich bei der Benutzung der Maus ein bisschen mehr schwitze als bei den anderen Lightweight-Mäusen. Woran das liegt, kann ich euch leider nicht sagen. Auf der linken und auf der rechten Seite haben wir hier richtig coole Muster. Das sind ganz viele Hexagon aneinander und die sorgen hier für ein richtig gutes haptisches Feeling und natürlich auch für den Grip. Und das fässt sich richtig nice an. Auf der Unterseite haben wir, wie vorhin schon gezeigt, die PTFE-Glider. Die sind dazu da, um reibungslos über euer Mauspad zu gleiten. Ich habe ein Stoff-Mauspad und es fühlt sich richtig nice an. Das Kabel, was hier dran ist, ist natürlich ein Phantom Flex-Kabel. Das ist auch von Rocket entwickelt und ist wirklich sehr, sehr leicht, flexibel. Und wenn man die Maus übers Mauspad zieht, dann hat man das Gefühl, man hat wirklich eine Wireless-Maus in der Hand. Selbst mit Maus-Bungee kann man den Effekt noch ein bisschen verstärken. Da ist es wirklich nicht merkbar, nicht spürbar. Und ohne Mauspad funktioniert es aber auch. Da merkt man aber schon ab und an mal ein kleines Ziehen. Also Maus-Bungee kann ich euch definitiv damit empfehlen. Also vom Design her ist es aktuell wirklich die geilste Maus, die ich testen darf. Und wow, also schaut euch das mal an, das ist ja wirklich der Hammer. Die Daumentasten, die sind relativ schmal, klicken sich aber sehr angenehm. Rechts- und Linksklick sind mit den hauseigenen Titan-Switches ausgestattet und halten 100 Millionen Klicks aus. Warum das so ist, erkläre ich dann nochmal. Und vom Sound her und vom Klickgefühl sind die also wirklich sehr, sehr einzigartig. Also hört mal hin. Also das ist schon richtig gut. Also es fühlt sich richtig nice an. Von der Ergonomie her ist die Maus wirklich optimal für mittelgroße Hände mit dem Palm Grip. Fingertipp ist okay, da die Maus relativ leicht ist. Und den Claw Grip kann man hier auch wunderbar mit großen Händen verwenden. Die Daumentasten sind auch sehr gut erreichbar. Ich muss meinen Daumen da nicht viel verrenken. Die hintere Daumentaste ist ein ganz kleines bisschen schwer zu erreichen, aber das stört nicht weiter. Und ansonsten fühlt sich die Maus wirklich richtig gut in den Händen an und zockt sich sehr geil.
Eine gute Gaming-Maus muss natürlich auch mit ordentlicher Technik ausgestattet sein, damit sie im Gaming-Bereich mithalten kann. Und das ist bei der Rocket Burst Pro definitiv der Fall. Wie vorhin schon angesprochen, haben wir in den Klicks, also in den Links- und Rechtsklicks, ja die Titan-Switches verbaut von Rocket. Das sind optische Switches, bedeutet, wenn wir die Taste runterdrücken, ist es nicht so, dass ein mechanischer Schalter ausgelöst wird, sondern eine Lichtschranke das Licht zu einem Kontakt durchlässt und somit dann die Eingabe ausgeführt wird, ist ein bisschen präziser und schneller als bei normalen herkömmlichen mechanischen Switches und die Langlebigkeit wird nochmal fast verdoppelt auf 100 Millionen Klicks und das ist schon mal eine Hausnummer. Der Sensor, der hier in der Maus verbaut ist, ist der Rocket OLEye Sensor mit 16.000 DPI. Der Sensor lehnt sich so ein bisschen an den PMW 3389 und ist ein fehlerfreier optischer Sensor, der ohne Mausbeschleunigung funktioniert. Das heißt, alle Eingaben sind präzise, wirklich schnell und auch bei hohen Schnelligkeiten wie Flickshots etc. bleibt der Sensor stabil und funktioniert einfach super präzise. Die Maus hat auch einen internen Speicher, so dass wir 5 Profile speichern und wechseln können. Könnt ihr dann auf jedes Game separat anpassen mit verschiedenen Makros, mit verschiedenen Hotkeys. Also sehr interessante Geschichte. Das heißt, ihr braucht auch, wenn ihr die Maus mal irgendwo mit hinnehmt, nicht mehr die Rocket Swarm Software. Könnt ihr alles auf der Maus speichern, benutzen, fertig, mega geil. Das Ganze wird natürlich auch abgerundet durch das AIMO-Lichtsystem von Rocket, was ein intelligentes Lichtsystem ist, um die RGB-Geschichten zu steuern. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt in der Software und natürlich, was man noch alles so einstellen kann. So, wir sind jetzt hier in der Rocket Swarm Software. Natürlich wird direkt meine Tastatur und meine Maus erkannt. Heute geht es natürlich um die Burst Pro und was wir damit alles so einstellen können. Wir gehen mal hier in den ersten Reiter Einstellungen und haben hier die Möglichkeit, unser Scrollrad nochmal zu verschnellern, die horizontale Bewegungsgeschwindigkeit zu verändern, also die X- und die Y-Achse getrennt schnell zu bewegen. Auch die Doppelklickgeschwindigkeit kann man einstellen. Ist vielleicht ganz gut, um nicht aus Versehen mal einen Doppelklick auszulösen, weil man das in dem Spiel vielleicht anders gebindet hat. Wie auch immer, Windows-Zeigergeschwindigkeit kann man sich dann so wirklich einstellen, wie man das braucht, um natürlich dann seine Sensitivity in den Games auch nochmal so anzupassen, wie es interessant ist. Von den DPI-Möglichkeiten haben wir hier 50 bis 16.000. Warum fängt es bei 50 an? Weil der Sensor das leider nur erlaubt, in 50er Schritten die DPI einzustellen. Ist vielleicht nicht so interessant für diejenigen, die das stufenlos wollen. Da ist es nicht ganz so optimal, aber ich fahre immer mit 800 DPI sehr, sehr gut. Können wir natürlich dann auch einstellen, welche DPI-Geschwindigkeiten dann noch angezeigt werden sollen. Dann haben wir hier oben die Tastenkonfiguration. Ganz klar können wir hier einstellen und die Tasten separat neu belegen, auch mit der Easy Shift. Das heißt, wir können eine zweite Funktion auf die Tasten legen, also machen wir aus 8 Tasten gleich mal 16 Tasten. Auch sehr interessant, die Beleuchtung kann man dann einstellen, wie man das möchte, wie wir das auch von den anderen Gaming-Mäusen kennen, mit verschiedenen Lichteffekten. Ich habe immer theoretisch das AIMO intelligentes Beleuchtungssystem drin, weil das ja ist kein Standard, ist passt sich dann so an deinen Nutzen an und gefällt mir persönlich ganz gut. Ansonsten auf erweiterter Einstellung haben wir hier die Möglichkeit, die Polling Rate nochmal zu verändern. 1000 Hertz ist Standard, weil damit hast du eine Millisekunde Reaktionszeit zu deinem Geschehen auf dem Bildschirm und das ist das Optimale fürs Gaming. Dann haben wir die Möglichkeit, die Lift-Off-Distance zu ändern. Diejenigen, die jetzt meinetwegen Probleme haben beim Umdrehen in irgendwelchen Shootern, dass die Maus nachzieht oder nicht nachzieht, kann das hier nochmal kalibrieren, damit das Aiming auch nicht verfälscht wird. Ansonsten nochmal Energy Save über die LED-Timeouts. Angle Snapping bedeutet, man zieht gerade Linien, wenn man jetzt von links nach rechts zieht, ist vielleicht für Photoshop ganz interessant, aber ansonsten eher weniger. Sound Feedback, ja gut, braucht man das? Ich weiß es nicht. Ansonsten haben wir hier unten die ganzen Profile, die wir dann hinzufügen oder löschen können. Mit dem Plus erstellen wir ein neues Profil und können dann auf diesem Profil dann natürlich alles einstellen, wie man das braucht für verschiedene Games.
haben wir hier auch über diesen Profilmanager die Möglichkeit und natürlich über den Makromanager dann für die einzelnen Spiele nochmal separat Makros zu erstellen. Das Coole an der Rocket Swarm Software ist, wenn du gleiche Peripherie hast, die mit der Rocket Swarm Software kompatibel ist, kannst du das natürlich dann auch übergreifend von Maus auf Tastatur Makros einstellen. Erleichtert so ein bisschen die ganze Geschichte. Und dann hier drüben nochmal der IMO-Reiter, dieses intelligente Lichtsystem, was dann verschiedene Einstellungsmöglichkeiten nochmal bietet. Ansonsten wäre es das auch von der Software. Ist interessant, was man einstellen kann, auch völlig ausreichend. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euch vielleicht fehlt. Und ja, das war es soweit zur Software. Also mein Fazit zu der Rocket Burst Pro fällt super positiv aus. Es ist für 60 Euro wirklich eine qualitativ sehr hochwertige Gaming-Maus, die mit ihren Optical Switches, mit den Titan Switches wirklich richtig geil zu klicken ist und sich richtig gut im Gaming auch anfühlt. Ich habe längere Sessions damit gezockt, gefällt mir sehr gut die Maus, wird wahrscheinlich auch meine Extrafy M4 ablösen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass die hintere Daumentaste ein bisschen zu weit hinten sitzt. Das heißt, ich muss meinen Daumen ein bisschen weit verbiegen. Ist natürlich nicht so schlimm, weil ich habe sehr, sehr große Hände, liegt also eher an mir und nicht an der Maus. Und wenn ich die Maus längere Zeit benutze, habe ich das Gefühl, dass meine Hand ein bisschen mehr schwitzt als sonst. Und das kann ich mir immer noch nicht erklären. Vielleicht liegt es an der Oberfläche, stört jetzt aber nicht weiter. Ansonsten gibt es wirklich nichts Negatives, was ich zu der Maus sagen kann. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da steht auch ein Link zu der Maus. Könnt ihr euch mal anschauen, vielleicht auch kaufen. Und ansonsten vielen, vielen Dank an Rocket, die mir die Maus zugeschickt haben zum Testen. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.